Hallo ihr Lieben, hier ist Brigitte von Brigitte Stempelstelle. Heute habe ich für euch eine kleine Schubverpackung für Amicellis. Bei mir ist da der Stempel drauf, danke vielmals. Das ist aus dem Stempelset Wie du bist, aus der Celebrations Kollektion. Das heißt, ab am 6. Januar, wenn ihr über mich Stamping Up Produkte bestellt, bekommt ihr ab 60 Euro verschiedene eine Auswahl von Stempelsets von Stamping Up, und da könnt ihr euch dieses Set zum Beispiel aussuchen, das ihr dann umsonst zu eurer Bestellung dazu bekommt, ab 60 Euro. Ja, das wäre dieses Set, wie du bist. Danke vielmals ist drauf, Glückwunsch für jemand Besonderen, du bist spitze, freue mich für dich, ein Blümchen oder bleib wie du bist. Jetzt habe ich dazu Savanne genommen für diesen Schieber. Dieses Stück Savanne habe ich mit dem Papierschneider zugeschnitten, und zwar in der Länge 22,8 cm und Breite 13,3 cm. Dieses Stück wird dann gefaltet, und zwar rundherum bei 2,4 cm. Also immer bei 2,4 anlegen, dann mit dem Falzbein runter, 2,4, 2,4, und die zweite Falz ist dann bei 5 cm, sondern bei 4,9 cm. So ein Spaß. Also 4,9 cm falzen, 4,9 anlegen, falzen. 4,9 und 4,9. So. Für die Hülle braucht ihr ein Stück bei mir in Jade. Das hat die Maße. Wo habe ich es? 13,2 × 13,8 cm. Also mal gucken, 13,2 passt. Schneiden. 13,2 × 13,8 cm. Und dieses Stück wird gefalzt bei 1 cm. Halt, ihr müsst oben bei 13,8 cm anlegen, das ist wichtig. Nicht das kürzere mit 13,2 oben anlegen, sondern 13,8. Ja. Dann wird es gefalzt bei 1 cm. Dann bei 4,7 cm. Bei 7,4 cm und bei 11,1 cm. So, Schneidebrett brauchen wir noch kurz, um das Mittelteil zuzuschneiden. Und zwar wird es die Blende hier. Die ist 12,7 cm in der Länge. Das langt bei mir sogar. Und in der Breite hat es 3 cm. Kann das sein? Ja. 3 cm breit. Jetzt brauchen wir den Papierschneider damit. Dafür brauchen wir ein Stempelset. Ich habe das Stempelset George's Crunch. Da habe ich mir die Pünktchen ausgesucht. Und dann nehme ich mein Stempelkissen in Savanne und mein Stempelkissen in Jade. Dann stempel ich erstmal in Jade diese Pünktchen auf, so wie ich will. Dann mache ich mein Stempelkissen sauber. Und Stempel in Savanne, die Pünktchen drüber, so, einfach ganz wild. Das Stempelkissen, Savanne, nee, Jade brauchen wir noch, Savanne kann ich wegpacken. Da nehme ich jetzt praktisch
den Danke vielmals Stempel aus dem Stempelset, wie du bist, und stempel hier Danke vielmals drauf. Dann habe ich mich für meinen ovalen Wellenkreis entschieden zum Ausstanzen. Stanze das aus, dann die Stanze aufräumen. Stempelkissen brauchen wir auch nämlich. So, das tue ich dann auf Seite. Jetzt wird das alles nachgefalzt. Und hier auch alle Linien nachfalzen. Ganz weggeschnitten, hier wird es eingeschrägt, angeschrägt, bisschen abgeschnitten und hier auch eingeschrägt. Ich lasse das jetzt mal schneller laufen und zeige es euch nachher nochmal, dass ihr es nochmal sehen könnt. So, damit ihr es sehen könnt, so habe ich es jetzt eingeschnitten. Ich drehe es wieder so rum. Ich mir meine Silikonmatte. Die ist praktisch als Klebeunterlage, weil da kriegt man den Kleber immer gut weg. Ich nehme diesen Fast Fuse, also Flinkfix Kleber von Stamping Up. Dann habe ich jetzt an den ganzen Klebeecken angebracht und jetzt werde ich die Schachtel zukleben. So. Und jetzt tue ich auf die Innenseite auch noch. Jetzt nicht so viel kleben halten, deswegen nehme ich dann einen anderen. Und dann kann man es eigentlich schon nach innen umfalten und festkleben. Also Kleber drauf. Und umfalten. Schachtel fertig. Das hier muss ich wieder gut halten, deswegen nehme ich natürlich meinen Fast Fuse. Wird das umgeklappt? Auch umgeklappt. So. Dann hier drin. So, jetzt kommt natürlich die Zierblende noch drauf. Dann nehme ich mir ein Stück Leinenfaden. Das wickle ich dann ein bisschen. So. Ein bisschen in Position.
Klebepunkte. Danke vielmals drauf. Hätte man natürlich auch nachher erst machen können, wenn das hier drauf ist. So. Jetzt habe ich natürlich noch Zeit, dass da alle Teddys reinpassen. Da würde ich sogar noch ein kurzes Amicelli dazu passen. Genau. Wer will, kann also auch drei reinpacken. Dann ist wirklich ein ganz dickes Danke. So, also hier sind meine Schächtelchen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und besucht mich mal auf meiner Internetseite www.brigitte-sing.de oder bei Facebook in meiner Gruppe Brigittes Stempelstelle. Würde mich sehr darüber freuen, von euch zu hören. Viel Spaß!